Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Duke Nukem. So, hier haben wir auch wieder jede Menge freundliche Gesellen. Gucken wir mal, dass wir da einigermaßen durchkommen. So, du kannst da mal weg. Wir fahren dich aus. Mhm. Na dann brutzelt mal schön hier. Ah ne, da wahrscheinlich aber... Oh Gott! Die Dinger dann gerade ausgeschaltet gehabt hier. Hier die Strahlen. Oh, fuck, der ist ja auch noch da. Ihr wollt mich doch verarschen. Boah. Das war jetzt fies. Damit hatte ich zum Schluss nicht mehr gerechnet. Na, meine Cola-Dose. So, nehmen wir euch noch mit. Was haben wir da drin? Ja. Nichts, was mir irgendwie, verdammt, Spaß bereiten würde. Und dann überleben wir mal ganz knapp den Level. Schön. So, alles klar. Ja, es wird schwieriger, man merkt's. Wir speichern das Ganze natürlich nochmal. Oha. Dann haben wir die Farben hier ein bisschen umgedreht. Wir haben zu wenig Leben. So, viel zu viele Roboter. Ist aber, boah, das ist aber nicht angenehm hier anzuschauen. Muss ich ja sagen. Na gut, das ging schnell. Na schade, da komme ich leider nicht hoch. Aua. Wieder. Ach nee, warte, hier konnten wir uns ja, glaube ich, festangeln, oder? Ging das? Nee. Boah, ihr verdammten Wände, beziehungsweise Decken, die mir immer im Sprung entgegenschlagen, beziehungsweise mich am Sprung hindern in dem Falle. Okay, da ist halt was, wo ich dran springen könnte, aber das bringt ja irgendwie nichts. Ah, doch. So, die können mal weg. Muss jetzt halt aufpassen, dass ich nicht mehr getroffen werde. Hm, was hatten wir hier? Wir haben hier unten was Blaues. Ein Fähnchen. Und den Tod. Ja. Wir brauchen Leben. Und zwar dringend. So, die erstmal weg. Dann Cola mitnehmen. Punkte mitnehmen. So, genau. Die wollte ich dann mal alle noch. Hier mit dem Ding ist halt echt blöd. Dann genau da dran springen. Ach meine Güte. Hm. Okay, wir können hier oben klettern. Auch hier wieder vorsichtig sein. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Da hätte ich, glaube ich, rübergehen müssen, ja. So. Zumindest das klappte jetzt schon mal einigermaßen. Nee, darüber klettern bringt nichts. Ich kann da gar nicht rüber, oder? Täusche ich mich da, weil ich, so wie ich das sehe, muss es ja irgendwie gehen. Und dann müssen wir halt erstmal den Schlüssel finden. Doch, geht. Super. Dann hier einmal durch. Danke. Leben bitte. Leben ist hier... Also wir haben viel zu wenig Leben für das Level. Klar, es ist machbar, sonst wäre es halt nicht so konzipiert. Aber es macht das Ganze doch halt sehr, sehr stressig.
Und wie gesagt, die Ungeduld spielt dann doch noch einen sehr entscheidenden Faktor. Bei mir. So. Das hätten wir diesmal mit dem Sprung auch hingekriegt. Dann können wir hier nämlich wieder nach oben. Das ganze Viehzeug hier mal wegballern. Genau wie da oben. Dann können wir nämlich hier nochmal rüber und klettern. So, darüber, darüber. Nach oben, Kamera weg. Du darfst da mal weg. Was haben wir denn hier oben? Direkt mal umschauen. Ah, gut. Sachen, die runtergefallen sind, auch schön. Ne, ich glaube, ich gehe erstmal gucken, was mich hier so erwartet. Mhm. Danke. Das war nötig. Und da war es mir jetzt auch wert, dass ich da jetzt gerade mein eigenes Leben wieder verloren habe. Gut. Wir müssen dann wohl scheinbar doch hier oben rüber. Die können da mal weg. Ach, da sind ja noch mehr davon. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Hm. Ein wenig fragwürdig. Dran springen kann ich da ja nicht von hier aus. Nee. Ach, wahrscheinlich über die Dinger. Aber es wird jetzt auch schwierig mit dem Fallen lassen. Da irgendwo war der ja, genau. Und dann kann ich da hier hochspringen. Genau, dann bin ich nämlich hier oben. So. Da fehlt jetzt noch die Karte. Schade. Ich komme hier aber nicht mehr weg. Ohne Karte, oder? Ne, doch, komme ich. So, da oben scheint es dann doch weiter zu gehen. Glück gehabt. Da nicht mehr so. So, hüpf, zack, zack. Hier hoch. Oh, böse. Dann doch lieber, na gut, hier entlang ist halt auch irgendwie kacke. Ja, genau, dann brauchen wir die da. Wir brauchen also erstmal die Karte. Ich glaube nicht, dass wir die hier finden. Von daher verlieren wir einfach nochmal ein bisschen Leben. Wir haben es ja. So, da bitte wieder dran. Ach ja, genau, hier kommen wir auch nochmal hoch. Aber das bringt, glaube ich, auch nichts, oder? Doch. Bringt was? Hier wieder ein bisschen vorsichtiger. Können wir darüber springen? Können wir. Super. Ja, genau. Da haben wir auch die Karte. Super. Ach, Mann. Fiese Sache hier, aber wir haben es geschafft. Jetzt hier ein Shortcut oder irgendwas? Nein, nee, Ballons. Es gibt ein paar Punkte. Und fiese Fallen am Boden. Ach, und ein Schlüssel. Gut. Aua. Ah, genau, jetzt sind wir hier. Dann. Zack.
Hallöchen. Da brauchen wir jetzt wahrscheinlich den Schlüssel, oder? So, das klappt ja bisher noch ganz gut hier mit dem Abspringen bzw. Ablaufen der Gegenden. Okay, da haben wir einen netten Gesellen hier unten. Und auch schon wieder relativ wenig Leben. Boah, das mit dem Feuer ist wieder... Ach, okay, hier sind wir. Wir sind jetzt wieder am Anfang. Alles klar. Tja, die Frage ist halt... Ah ja, genau, hier war der Schlüssel. Und der hat wahrscheinlich da hinten jetzt aufgesperrt, oder? Bunny. Wo kommst du auf einmal her? Ich will doch verdammt sein, ey, diese verdammte Decke. Meine Güte. Kriegen wir es noch hin, bevor wir sterben? Oder müssen wir das alles nochmal neu machen? Ich befürchte ja fast Letzteres. Nee, da kriegen wir leider auch keinen Shortcut. Böser Level. Na gut, wir haben ja zumindest, glaube ich, fast alle Gegner erledigt. Ist halt mit den ganzen Fallen hier etwas problematisch. Gehen wir hier mal langsam vor. Hepp, ab nach oben. Das haben wir jetzt auch schon mittlerweile zur Genüge gehabt. Dann hier runterlassen. Da hoch. Da hoch. Genau, dann konnten wir nochmal hier hochklettern. Hier vielleicht auch auf Nummer sicher gehen jetzt, dass ich da nicht in die Dinger reinspringe. Weil dann bin ich halt ein wenig durch. So. Na komm, wir schaffen das jetzt. Langsam, gemütlich und vor allem vorsichtig. Wäre auch verdammt ätzend, wenn sie jetzt hier ein Dings hinpacken würden. Ein, hier wäre, also wenn da jetzt noch irgendwo Stacheln oder so drauf wären. Gut, Tür hat sich geöffnet, dann... Gott, das war knapp. Och nee, komm, nicht du, nicht du! Ah, ich hab doch kein Leben mehr. Blödes Drecksding. Auf ein neues. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt nervig, wenn du dann hier die Gegner hast, die du nicht zerlegen kannst. Die gemeinen Unverwundbarkeitsgegner. Hier runter. Gut, zumindest das kriege ich jetzt ja hin. Das ist ja auch nicht weiter schwer eigentlich. Jetzt haben wir halt hier wieder ein bisschen Zeit zu vertrödeln mit den Dingern. Wie gesagt, so ein bisschen Leben wäre jetzt gerade praktisch, aber ich glaube, wir haben auch hier einfach nichts mehr. Die werden so ein bisschen geizig, habe ich den Eindruck. Oder ich nehme die halt, ich bin da halt wirklich jetzt gerade so unvorsichtig. Könnte halt auch sein. So. Hier, wie gesagt, langsam machen. Kriege ich den Sprung hin? Ja, kriege ich. Oh, hier ist wieder viel zu viel Zeug. So, komm. Oh, meine Güte, ey, wenn ich jetzt gestorben wäre, ich glaube, ich hätte echt gekotzt. Level beendet. Meine Güte. So, nächster Level. Speichern. Alles klar, machen wir. Und dann können wir eigentlich hier auch gerade noch den... die Folge beenden. Danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.